Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Harvest Moon. Wir schauen als erstes, wie jeden Morgen, wie am nächsten Tag das Wetter wird und es wird großartig. So, und jetzt geht's ans Feld. Schwuppdiwupp. Und unsere Rüben sind reif. Ich muss mich erstmal gerade ein bisschen wieder in die Steuerung reinfinden. So. Hochkonzentriert hier die Rüben reingeworfen, damit ich auch ja keine verschwende. Wir hatten, glaube ich, nichts mehr weiter. wie viel Geld haben wir? Wir haben Samstag und wir haben 970 Geld. Okay, dann husche ich in die Stadt. Ich soll es auch noch schaffen, eine Blume zu holen für unsere Angebetete. Ich weiß gar nicht, ob samstags das Geschäft offen hat. Naja, werden wir gleich sehen. Sehen wir ja, wenn wir dort sind, ne? Wäre natürlich wünschenswert, weil, sieht aber schlecht aus. Weil wir jetzt gerade genug Geld hätten, um uns was zu kaufen. Hey, danke! Mein Onkel mag dich. Freunde dich mit ihm an, okay? Okay. Ehrlich, ich bin glücklich. Danke, entschuldige ihn. Meddlesome. Oh Gott, ich weiß nicht, was meddlesome ist. Ich glaube, er hat das von meiner Mutter. Was auch immer meddlesome ist. Und die Geschäfte haben tatsächlich am Wochenende geschlossen. Auch am Samstag. Vielleicht hätte ich vormittags hinkommen sollen. Was mache ich denn jetzt? Tja. Das ist die Frage aller Fragen, ne? Unser Zeug wird zwar jeden Tag abgeholt, aber deswegen ist noch nicht jeden Tag sind noch nicht jeden Tag die Läden offen. Dann würde ich sagen, räume ich einfach ein bisschen so lange auf der Farm auf und gut. Noch? Eine Gießkanne brauche ich zum Aufräumen nicht. Deswegen nehme ich mal eine Axt mit. Ein Beil. Weil ich habe ein Beil. So, und jetzt gucken wir. Hier, Unkraut breitet sich auf unserem Hof aus. Wenn man das verkaufen könnte in dem Spiel schon. In späteren Harvest Moon-Teilen kann man Unkraut tatsächlich verkaufen. Es bringt zwar nicht viel, aber es bringt was. Finde ich ganz witzig. Hier kann man es halt gar nicht erst in die Shipping-Box werfen. Da geht es genauso kaputt, wie wenn wir es hier einfach auf den Boden werfen. Hey, 480. Yay. Lohnt es sich dann eigentlich noch was anzubauen? Ah ja, wir haben erst den 13. Ich habe schon wieder vergessen, wann die Feste sind. Ich sollte wirklich mehr hintereinander aufnehmen, dass ich sowas nicht immer so fix sehr vergesse. Letzte Woche Sonntag kam mir gar keine Folge. Aber ich habe ja gleich von Anfang an gesagt, dass ich jetzt nicht mehr so regelmäßig hochlade wie, ich sag mal, früher. Zu Final Fantasy Zeiten. Und wenn ich dann halt nicht dazu komme, dann komme ich eben nicht dazu aufzunehmen und dann mache ich mir da auch nicht mehr so einen Kopf. Ich fahre demnächst auch in Urlaub. Ja, und da weiß ich auch noch nicht, ob ich dazu komme, vorneweg aufzunehmen. Huch. Und sogar wenn, ist es ja auch schwierig für mich mit dem Hochladen. Nicht mit dem Hochladen, sondern dann mit dem Veröffentlichen, weil ich ja nicht vorneweg Termine eingeben kann für die Folgen, wann die veröffentlicht werden sollen, sondern ich muss das ja dann, ich muss ja in dem Moment, wo ich es veröffentliche, vorm Rechner sitzen. Und deswegen ist das ein bisschen schwieriger für mich. Muss ich mal gucken, wie ich das regel. Ob ich dann, wenn ich was vorneweg aufnehme, gleich alles vorneweg
hochlade und das euch dann halt einfach angucken könnt, wann ihr wollt. Oder ob ich meinen Freund frage, ob der das dann macht und die Videos sonntags veröffentlicht. Mal gucken. Irgendwie mache ich das schon. So, und unsere Energie ist jetzt eh leer. Und morgen hat er der Laden auch nicht offen. Das ist natürlich doof, ne? Naja, es ist, wie es ist. So, Wetterbericht. Ich wünschte, der Wetterbericht bei uns wäre genauso zuverlässig wie der hier im Spiel. Das wäre großartig. Ich meine, gut, für den nächsten Tag ist er ja relativ zuverlässig eigentlich. Also wirklich grob irren tut er sich nie. Jedenfalls wüsste ich jetzt gerade nicht. Also ich könnte mich jedenfalls nicht dran erinnern. So für die nächsten 3 Tage finde ich das nochmal relativ zuverlässig. Aber wozu es Wettervorhersagen für länger gibt, verstehe ich immer nicht so ganz, weil meistens ändert sich es doch total. Dann bleibt es doch 5 Tage länger warm als ursprünglich gedacht oder regnet plötzlich oder gewittert und ach, keine Ahnung. Also, da verlasse ich mich nie drauf. Danke. Ich hoffe, mein Vater bleibt gesund für immer. Yay. Hi. Ach, die könnten wir jetzt Sachen verkaufen. Können wir auch lassen. Kriegen wir zwar mehr Geld für, aber. Ist mir egal. So. Ich habe ja gesagt, dass ich das Chili spielen will. Für alle, die hier sofort in den ersten 2 Folgen schon sehen wollen, wie man 3000 Gil hat, für die ist mein Let's Play das Falsche. Ich werde auch weiterhin hauptsächlich am Wochenende hochladen, also Samstag oder Sonntag dann veröffentlichen, weil ich das irgendwie so perfekt finde, wenn man dann irgendwie so schön am Wochenende mal chillen kann bei Harvest Moon. Ich will ja eigentlich auch demnächst noch ein Video zu Black Desert bringen, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, weil das ist dann nicht einfach Gameplay oder so, sondern ich wollte eigentlich ein Video zum Pferdezüchten machen. Falls irgendjemand Black Desert spielt, der weiß, wovon ich rede. Ja, und da müsste ich ja dann irgendwie mal Videos schneiden oder sonst irgendwas, damit ich mal ein paar Infos mit reinbringen kann und verbildlichen kann. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich würde es halt mega gern machen, wie ein Guide quasi, aber ich weiß leider nicht wie. Es gibt zwar schon online relativ viele Guides, aber weiß nicht. Wenn man es selber halt betreibt, dann warum sollte man dann nicht auch ein Video dazu machen? Vielleicht findet ja irgendjemand mein Video viel toller dann, als die, die online sind. Man weiß es ja nicht. Ich hab daneben gehauen. Jammer nicht. Und kaputt. Aber es ist ja auch schon wieder Nacht. Die Tage vergehen. Und morgen können wir uns endlich neue Samen kaufen. Neues Saatgut. Frühlingsfest war am 21., glaube ich, oder? Ich habe gerade irgendwie so. Ich meine, mich zu erinnern. Habe eben noch gesagt, dass ich mich schon wieder nicht mehr erinnern kann. Aber jetzt ist da gerade sowas in meinen Kopf zurückgekehrt. Es könnte Erinnerung sein. So, Wetter, morgen. Sonne, meine Fresse. Nur Sonne hier im Frühling. Ist ja wie im Real Life. Oh, Vögelchen. Chip, chip. So, gleich als erstes wieder hin. Blümchen bringen und dann Samen kaufen. Mir juckt gerade ganz fürchterlich die Nase.
Das finde ich nicht nett. Also, weiß ich nicht. Mich so hier beim Let's Play zu behindern. Oh. Oh, danke. Das riecht so gut. Hey, magst du Tiere? Ich liebe sie. Ja, ich liebe Tiere auch. Ich weiß, wir kennen die Gespräche schon alle, aber ihr erinnert euch, wir sollten jeden Tag mit unserer Angebieteten reden. So oft wie möglich. Einmal am Tag ist da eigentlich am effektivsten. Ich glaube, wie gesagt, es bringt nichts, wenn man mehrmals am Tag mit einer redet. So, ich will wieder Rüben, die bringen zwar weniger Geld, sind aber schneller. Wobei, warte mal, wie lange brauchen die? Vielleicht lohnt sich das ja gar nicht, weil es dann wieder so am Wochenende fertig ist. Weil bis jetzt war das ja dann immer so ziemlich am Wochenende fertig. Nee, Moment, dann nehme ich lieber diesmal Kartoffeln. So, und zwar so viele wie möglich. Oh, ich müsste auch mal nach meinem Gras gucken. Also nicht das Gras zum Rauchen, nein, was ihr schon wieder denkt, Leute. Sondern ich habe doch ein Feld Gras geschenkt bekommen vom Tiermann. Vom Werwolf. Ah! Nein, von dem Mann, der uns auch ein Hühnchen verkauft hätte für 1000. Jetzt habe ich aber lieber die Samen genommen. Ja. Weil da kann ich ja, wenn das reif ist, quasi, dann kann ich ja, oh, jetzt haben wir nicht mehr genug. Das mit der Sense absenseln. Und wenn ich das abgesenselt habe, dann habe ich quasi Futter. Dann wird das automatisch zu Futter. Und das brauche ich ja. Später zwar erst, aber wenn man dann schon ein bisschen vorgesammelt hat, schadet das ja nicht. Man braucht pro Tier eben ein Futter am Tag. Also pro Huhn, pro Kuh. Ja, und hier mit der Sense kann man das dann wegmachen. Obwohl, Moment, jetzt brauche ich ja natürlich erstmal die Gießkanne. Und die Samen. So. Jetzt haben wir ganz viele Kartoffelsamen. Meine Fresse, endlich geht's mal los. Jetzt hatte ich schon ein bisschen Angst, ich stünde vielleicht schon ein bisschen falsch. So, gut. Wasser. Wassermarsch. Mann, jetzt werden wir eine ganze Weile nicht dazu kommen, der Ellen Blümchen zu bringen, würde ich sagen. Wobei, wir können ja eigentlich gießen, wann wir wollen. Wichtig ist ja nur, dass wir früh genug ernten, bevor der Mann das abholt. Und gießen müssen wir ja nur am Tag vorm Fest quasi schaffen. Morgens. Ansonsten können wir auch nachts gießen. Das ist wirklich völlig egal. Hauptsache, man hat am Tag gegossen. Egal wann. Das ist zwar irgendwo unlogisch, weil wenn den ganzen Tag die Sonne auf die Samen brät, dann bekommt ihr das ja nicht. Aber ist hier tatsächlich völlig egal. Und jetzt brauchen wir nämlich schon extrem viel Energie einfach nur fürs Gießen. Ich weiß leider mal, ich müsste mal mitzählen, für wie viele Felder das reicht. Ich kann mir das immer gar nicht merken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, auch wenn ich es gerade verschwendet habe. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ich
glaube 20. 20? Und ich glaube, unsere Energie reicht jetzt schon gar nicht, um das Feld überhaupt fertig zu gießen. Dann müssen wir schon zur heißen Quelle und weil das ist mir schon wichtig, also dass ich jeden Tag, meine Güte, richtige Taste drücken hilft, die Pflanzen fertig gieße, das ist schon wichtig. Wenn da zwischendurch die Energie alle ist, dann ja, gehe ich sie eben auffüllen. Ein Feld ist nämlich noch. Ich hole aber noch kurz die Sense. Dann gehen wir jetzt gerade einfach mal kurz rüber, holen uns ein bisschen neue Energie aus dem Wald, fressen ein paar Früchte, springen einmal in die Quelle und dann sollte das ja reichen. Es waren jetzt gar nicht mehr viele Felder zum Gießen und absenseln müssen wir auch maximal 9 Felder. Das sollte also hinkommen. Ist friss und der stirbt, Junge. Halt. Ah, nochmal 2. Ah, nochmal 3. Und oben in der Ecke war doch noch eins. Genau. Und jetzt noch einmal kurz in die Quelle hüpfen. 1, 2, 3. Und jetzt sollte das doch schon lang. Jetzt haben wir, glaube ich, ausreichend gegessen und gebadet. Uns entspannt. Als dass das jetzt noch hinhauen sollte. Und wir dann in unser wohlverdientes, na gut, das Bett haben wir uns nicht verdient, aber uns unserem wohlverdienten Schlaf zuwenden können. Tja, aber so schnell geht's, ne? Entweder man hat gar nichts zu tun oder man hat hier irgendwie 3 Felder und ist schon den ganzen Tag nur am Gießen. Wie gesagt, dann ist es schon schwierig, ein Blümchen zu bringen. So, ich glaube, jetzt habe ich alle, die ich. Ich wollte gerade sagen, besamt habe, das klingt irgendwie falsch. Alle Felder, wo ich Samen drauf gekippt habe. Hier haben wir jetzt ein Blümchen. Ich weiß gar nicht, wann ich da was eingesammelt habe. Nein, immer drücke ich die falsche Taste. Oh, tatsächlich. Ha! Seht. Wenn das so ausschaut, dann ist es reif, dann sensen wir es ab und dann landet es als Futter im Silo. Da können wir mal gleich aufs Schild gucken. Da müssten jetzt 9 Futter drin sein. Nein, tu das nicht. Bau nicht deine Farm ab. Hier. Genau, 9 Stück. Mehr Gras, um mehr zu erhalten. Und ja, jetzt habe ich euch das auch mal gezeigt. Das ist nämlich wirklich ganz wichtig. Jetzt können wir quasi ein Huhn 9 Tage lang füttern. Oder 2 Hühner 4 Tage lang. Und so weiter und so fort. Einfache Mathematik. Ja, und damit wäre dieser Tag schon wieder um. Und ja, ich würde sagen, auch die Folge ist damit um. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Jetzt geht es ja langsam mal ein bisschen mehr Action hier los. Naja, Action wird es in dem ganzen Let's Play nicht geben, aber ich meine, dass wir hier jetzt mal ein bisschen was tun. Ein bisschen was zu tun haben im Spiel. Ne? Ist ja nötig. Bis jetzt war das ja noch keine Farmsimulation, sondern ich bringe einer Frau Blumensimulation. Gut, und in diesem Sinne packen wir uns jetzt ins Bett und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, ihr Lieben!